Servus und Hallo, Bernhard, einer der Dope Show. Als ich damals so mich von der Michaela wieder getrennt habe, oder sie sich von mir, oder wir uns getrennt haben, weil ich wieder clean werden wollte, habe ich tatsächlich auch mal wieder geschafft, eine Zeit lang komplett ohne irgendwas zu sein. Und da kommen ja auch die Lebensgeister zurück. Ja, das war irgendwann so in die 90er Jahre. Mitte der 90er, also 1995, 96 muss das gewesen sein. Da bin ich nach München gefahren, habe mich dort mit dem Robert getroffen. Ja, von Robert habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. Der hat mir damals den ersten Schuss gesetzt, der hat mir gezeigt, wie es geht. Mit meinem Zeug, ja, was ich hatte und ich ihm daran gebeten habe und ihm auch was verkauft habe. Und er hat in Augsburg gewohnt. So. Also habe ich gesagt damals, hey komm, lass uns nach Augsburg fahren, ich möchte mal deine Gegend kennenlernen, so wie du jetzt lebst. Beide clean zu der Zeit, ne? Das heißt, clean gesoffen haben wir halt Bier und ich habe halt gekifft schon wieder. Und ganz lange Dreadlocks auch und wieder meint er und ja. Und dann meinte er, hey, er kennt zwei Mädel, die hat er kennengelernt und er findet die eine total nett. Ich weiß nicht mehr, Verona oder so, weiß nicht mehr, wie die hieß. Und die andere hieß Diana. Ich erzähle das deswegen, weil ich dann mit der Diana kurz danach zusammen war. An dem Tag, ohne es zu wissen oder vorgehabt zu haben, sind wir da zu denen noch gefahren. Die haben uns einladen gehabt und die hatten eine WG. Und es war über so einer Garage oben drüber. Ja, und dann sitzen wir halt da so drin und dann unterhalten wir uns so, wie es so ist, wenn man sich kennenlernt. Ja, am Anfang ist so komische Stimmung. Und ja, dann haut die halt raus, dass die Ecstasy haben. Und ich dachte mir, ja, woher Ecstasy halt so nach dem ganzen Age-Scheiß-Track und dem ganzen Heroin-Mist, was du so durchgemacht hast, das wäre schon mal wieder ein geiles Gefühl, so richtiges Glücksgefühl. Und ja, gleich ins Georgen und eingefahren und so, und dann war ich halt drauf. Ich weiß nicht, auf was ich da war. Es war nicht so dieses Glück. Vermutlich war es echtes MDMA, aber ich hatte halt kein Glücksgefühl. Ich lag da zwar am Boden und es hat mir echt weggeflasht, aber irgendwie so anders, nicht das, was ich gekannt habe. Ich vermute mal, dass es an meinem vorhergehenden Heroinmissbrauch lag, dass das einfach nicht miteinander passt. Und ja, aber die Diana hat das auch genommen und dann, bis ich geschaut habe, weiß nicht, wie das genau war, weiß ich nicht mehr. Ich weiß bloß, dass wir dann halt plötzlich an und an gekocht sind und ich meine Hände da unter ihrem Pulli schon gehabt habe und wir am Schmusen waren und ich überlegt habe, wie gehen wir, kommen wir jetzt so von den anderen beiden weg ins Zimmer, ohne dass es irgendeinen großen Stress macht. Plötzlich geht da die Tür auf, kommt da ein Typ in den Frauenklamotten raus. Was ist denn jetzt los? Ich womöglich gerade die Freundin von jemandem an. Und dann meint sie, nee, gemacht, der kein Korb hätte, den haben wir von dem Club mitgenommen, so Spaß. Wir waren halt drauf und es war witzig in so einem Techno-Club. Und der war echt straight, die so lalala, irgendwie so kurz rausknüpft und dann wieder rein ins Zimmer, Tür zu weg war er. Ich war das echt glücklich. Und dann hat er gesagt, ja, wollen wir ein bisschen spazieren gehen und so. Ich dachte halt, die kennen ihn besser. Ja? Und irgendwann so, ich weiß jetzt nicht mehr, was da genau passiert. Das ist nur draußen rumlaufen, wahrscheinlich habe ich aber geflirtet wie die Blöden. Und der Roman hat sich unterhalten mit der Verona oder so. Oder wie die ist. Und ja, als wir zurückgegangen sind, ist uns wieder eingefallen, da war ja noch so ein Typ in Kleiderklamotten. Und dann habe ich halt gefragt, bevor da irgendwelche Tatsachen geschaffen werden, von wegen Beziehung oder sowas, wollte ich halt schon wissen, hat die überhaupt einen Freund oder nicht, weil da möchte ich dann nicht dazwischen gehen. Ja. Dann habe ich halt gefragt, ob der wer das ist. Und dann haben sie es mir halt erklärt. Nee, den haben wir einfach nur so kennengelernt, arme Sau, und dann haben wir mitgenommen. Dann sage ich, okay, der weiß, dass ihr im Kühlschrank Ecstasy und LSD habt, oder was? Und sie meinen, ja, okay, ich denke mal, das ist da jetzt nicht mehr. Und so war es dann natürlich auch. Wir kommen da rein, Kühlschrank leer, da waren die ganzen Pillen und Trips drin. Die beiden waren mich kurz davor in Amsterdam.
und haben sich da Ecstasy und Trips besorgt, weil sie die verkaufen wollten. Irgendwie wollten sie Kohle machen. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber irgendwie so war das. Aber ich war halt echt fasziniert. Die beiden waren halt in der Gothic-Szene. Und ich habe schon die ganze Zeit davor gerne diese Musik gehört und war immer so ein düsteren Hang und alles und war ja selber so. Ich habe es mir so ausgelebt. Und für mich war das zu dieser Zeit aber dann sowas wie ein Startschuss. Während Diana und ihre Freundin da raus wollten aus der Szene und da keinen Bock mehr drauf gehabt haben, habe ich halt verstärkt drauf Bock gekriegt. Und ich bin halt dann später, als dann Heroin schon wieder zweimal bei mir da war und wieder weg war, bin ich dann mit meiner damaligen Freundin, mit der Tina, von der habe ich euch auch schon mal erzählt, zur Rockfabrik gefahren und da habe ich halt öfter mal die Diana getroffen und ihre damaligen Freundinnen. Aber das war halt schon eine lustige Sache. War echt witzig. Später dann habe ich sie wieder getroffen, Diana, also ich habe die Beziehung beendet, nachdem ich wieder rückfällig geworden bin. Ich wollte nicht, dass sie damit zu tun hat, weil ich gedacht habe, hey, das ist mörderisch. Das ist ein Mensch mit Empathie. Und wenn du Empathie hast, dann gehst du da unter zwischen den Mühlen von diesen Verrückten, die schon jahrelang drauf sind, die Leute, die es verkaufen, skrupellose Menschen, das ist so krass. Das war ekelhaft die Zeit gewesen für mich und ich denke mal für sie später auch, weil sie ist leider dann auch drauf gekommen. Aber ich habe sie dann wieder getroffen, erst einmal mit so einem Kerle, mit einem neuen Freund, der hat sie einen gehabt, der ist Flo. Und der Flo hat mich da mit jemandem bekannt gemacht, der war gierig auf LSD-Trips und was wollte der noch haben? Speedo zu Zeug und der hat halt Ecstasy liefern können und Hasch. Ja. Und da habe ich halt dann einen kennengelernt, der aus der Umgebung da kam. Weiß nicht, Kaufbeuren oder wie das heißt. Ich frage mich, Nerd schießt mich tot, keine Ahnung. Hinter Augsburg. Und der hat mich mal abgeholt, dass er so die Kumpels mitgenommen hat. Der hat irgendwann im Bahnhof, den ich jetzt nicht nennen möchte, dieses Haus, die haben so gelbe Häuser an den Bahnschranken und Bahnhöfen und so. Und die hat da so einen alten Bahnhof gemietet. Das Ding ist halt von oben, also auf der Deutschen Bahn, so ein Haus halt. Da war da zwar da und dazu vorbei, aber es ist scheiß günstig, um super gut zu erreichen. Und jeder, der mit dem Zug dahin fährt oder mit der Bahn, der muss an dem Haus ja vorbei. Also Publikumsverkehr ist ja da überhaupt kein Problem, fällt halt null auf. Zumindest damals nicht. Ja, und da saßen halt ein paar, die haben halt ein gutes, großes Haschgeschäft aufgezogen und wollten halt Chemie haben. Und ich habe halt Leute gekannt, die hatten Chemie und die wollten Hasch haben. Also habe ich das vermittelt da, damit da Geschäfte laufen können. Und habe jetzt selber ein bisschen am Anfang noch mitgemischt, habe selber noch abgeliefert. Bis einmal einer, der mich halt beliefert hat, mir so einen scheiß Speed gegeben hat, dass alles zu spät war. Eher so voll getönt, ja, es ist ein Rosenspeed aus Rosenheim, total geil. Und das hatte wirklich damals, Dart Speed aus Rosenheim, das hat einen extremst guten Ruf gehabt. Das hat nach Rosen geduftet, und das war auch richtig gut. Und das habe ich da gekauft, 100 Gramm oder was das waren, und bring das dahin. Und der bezahlt mich mit dem Cannabis, dass ich wiederum verkauft habe, gewinnbringend, und dann habe ich halt einen Teil für mich gehabt, habe es zahlen können und er war halt alles bezahlt. Viel rausgesprungen und am Ende nicht, weil ich habe das ja, war nicht viel. Ich war ja eher unabhängig. Das kostet. Aber Fakt ist nun einmal, dass es halt für mich damals schon eine lohnende Zeit war. Ja. Aber es wurde niemand wirklich geschadet. Bis auf dieses eine Mal, wo gestrecktes Zeug da war. Das hat mich jetzt schon angekäst. Hat Leute Geld ausgegeben und dann kriegen sie was, was nicht richtig wirkt. Weil das, was die probiert haben, was ich zum Probieren gekriegt habe, das war ja 1A. Und da gab es nichts zu meckern. Und das war gerade die Techno-Zeit. Alle möglichen Leute haben sich Chemie reingefahren. Die haben sich Pillen eingefahren. Die haben Speed und Koks. Das war halt so Abnehmerkreis. Selber wollte ich das gar nicht so gerne haben. Also ich hätte gerne Ecstasy genommen, aber es ging halt nicht durch meine Vorgeschichte. Ja, ich war gerade entgiftet
Man muss halt wissen, wie Ecstasy wirkt und wie Heroin wirkt. Dann weiß man, dass das nicht funktionieren kann, weil ich halt überhaupt gar nicht die Botenstoffe mehr selbst herstellen habe können, die eigentlich durch das Ecstasy ausgeschossen werden und blockiert werden, sodass dieses Glücksgefühl überhaupt entstehen kann. So habe ich kein Glücksgefühl haben können. Damals, als ich Diana kennengelernt habe, war es so ein leichtes Anfluten davon. Aber als ich mit Bettina mal eins nehmen wollte, nachher im Entzug, war das die Hölle, weil wir einfach wieder auf dem Zug waren. Ja. Das funktioniert irgendwie nicht. Also das Heroin macht wirklich viel kaputt und der ganze Streckscheiß, der da drin ist, auch. Und das wird alles nicht geben, wenn es diese blöde Prohibition nicht geben würde. Auf alle Fälle wollte ich ja eigentlich erzählen, dass ich diesen Flo kennengelernt habe. Also Diana hat mich eingeladen zu dem Flo, sie wollte einen Trips haben. Ich, ja, kein Problem, ich habe Gelatinentrips, die sind richtig heftig. Und dann sind wir da auf so einen Tafelberg gefahren in der Nähe von Augsburg. Da war Vollmond, ein paar Wolken waren oben, aber du hast einen unheimlich geilen, weiten Blick. Und da haben wir uns die Trips eingefahren. Ich weiß noch, dass sie versucht haben, mir irgendwas zu erklären. Beide, total wirr, ich war auch ganz wirr, weil beim Einfahren sind wir total verwirrt gewesen. Und da haben sie mir versucht zu erklären, dass ich dort halt immer Jugendliche treffe. Das haben sie mir am nächsten Tag erklärt, als der Trip abgeklungen war. Ich weiß nicht mehr genau, was wir da alles gemacht haben, aber ich weiß nicht, dass ich da stundenlang nur diesen geilen Himmel und diesen unglaublich geilen Ausblick gegönnt habe. Ja. Das einzig Störende war eine Autobahn in der Nähe, wo du das Rauschen von den Autos gehört hast, aber mit der Fantasie auf LSD war das halt ein Fluss. Es war unglaublich ein Wahnsinnserlebnis, was ich halt nie vermissen möchte. Ja. Dazu waren halt einfach auch die Trips richtig gut, muss ich schon sagen. Ja. Ja, leider, danach sind wir dann noch zu einem McDonald's gefahren und später habe ich halt dann nur noch mit ihm Kontakt gehabt und dann danach dann nur noch den Kumpel, den er vermittelt hat, wo ich den Namen schon nicht mehr weiß. Ich weiß nur noch, dass der bei mir gesessen ist und hat so abrasierte Haare gehabt, ein bisschen länger als ich jetzt habe, also einen Stiftel hat er gehabt, aber da war gar ein Millimeter davon hellgrün, giftgrün, leuchtend gefärbt. Weil wahrscheinlich hat er das kürzer gehabt und ist mir rausgewachsen und es hat halt so krass ausgeschaut. Und dann saß er so bei mir in Seefeld-Hechendorf, in meiner Wohnung, in der kleinen, mir gegenüber. Links und rechts zwei Typen, richtig große Schränke. Ich habe halt schon ein bisschen geschwitzt, aber der eine da war halt am Zählen. Die wollten halt ein paar hundert haben. Da hat er da die Trips, die ich vorbereitet habe, abgezählt. Ich glaube 500 Stück waren es. Und die waren halt alle in so einem kleinen Päckchen drin, nicht abgezählt, gar nicht. Da waren halt lose, wie man sie halt so kriegt, wenn man mehr kauft. Und der andere steht so da und macht nur so, und wir reden und unterhalten. Und der kriegt immer plötzlich ganz große Pupillen. Und ich habe da zum ersten Mal erfahren, dass das Gelatinentrips auch so zwischen die Finger zergehen lassen kannst. Und das Zeug löst sich auf und geht durch die Haut, gleich in die Blutbahn und die Schiffsoptik. Das erste Mal, ich so, Alter, was war das? Da hat er mir das erklärt, und das war ab da, habe ich gesagt, okay, dann muss ich die gar nicht mehr essen, oder? Weil ich kenne ja den Geschmack, also bitter, dann schmecken bitter, ich erkenne das sofort, wenn ich ihn im Mund habe. Deswegen, glaube ich, würde ich es auch sofort merken, wenn ich es irgendwann in die Getränk hätte. Diesen Geschmack vergesse ich nie wieder und ich möchte ihn auch nie wieder haben. Aber damals war ich fasziniert, dass das so geht. Auf alle Fälle haben wir noch ein paar Mal so Geschäfte gemacht, bis halt das mit dem Speed passiert ist. Und dann war das vorbei. Klasse Sache. Ja. Und dann habe ich die Diana wieder getroffen. Ich glaube 6 Jahre später oder so. Also ein paar Jahre auf alle Fälle waren dann da. Ich war dann da gerade im Schloss Pichl auf Therapie. Und habe gesagt, das ist für mich das Ende. Ich gehe jetzt dann nach Berlin. Ich will nicht mehr und ich gehe da in der Nachsorge und werde es von dort ausprobieren. Da hat sie mich halt einmal besuchen wollen. Dann kam sie auch vorbei, nüchtern, nicht drauf, gar nichts, aber ich habe schon gesehen. Die Diana war halt früher mit dem Molliger, wohl genährt, sag ich mal, übergewichtig. Und dann plötzlich kommt sie da schon lang und rank an. Ich sage, was ist mit dir los? Dann hat sie gemeint, ja, sie ist halt auch mit draufgekommen jetzt und hat da bla bla bla. Wir sind halt spazieren gegangen und eigentlich dachte ich mir, was sie so gesagt hat, ja, hat sie gute Sachen vor, einen Freund und bla und hin und her. Ja, und dann treffe ich sie halt 2 Jahre später in Berlin wieder.
Diesmal hat sie mich nicht erkannt. Aber ich habe sie von Weitem schon erkannt. Also sie hat so eine Tätowierung mit einem Pentagramm. Und das vergesse ich halt nicht. Ja. Und dann habe ich mich halt so hinterher gerufen. Und dann hat sie erst nicht reagiert. Dann bin ich halt daneben und haben sie halt richtig angesprochen, Diana. Und dann erschrickt sie, total schlank und halt blonde Haare plötzlich, nicht mehr schwarz, gar nicht mehr so. Aber ihr Lippenpiercing hat sie noch drin gehabt. Und dann ja, hat sie mich halt auch erkannt und dann ein bisschen geschnabbert, wie es uns so geht. Und dann sage ich, du hast dich aber ganz schön verändert. Dann haut halt ihr Typ dann raus, ihr Freund, der war neben mir gestanden, naja, früher war es halt eine fette Sau und heute nicht mehr. Und sie, oder? Sie war nicht fett, ja, aber über die Richtung war es schon, aber ich würde jetzt nicht sagen, eine fette Sau, die schaut anders aus. Sie war eine hübsche Frau und das ist übergewichtig, gehört halt dazu bei ihr. Weißt du? Das war halt eine Rubensfigur und nicht irgendwie so eine Hungerhaken, wie halt ihre Verona oder die hieß. Die war halt eine Hungerhaken, die war ganz schlank. Auch nicht hässlich, aber weißt du, die Schönheit kommt von innen. Und das hat der Typ überhaupt nicht verstanden, als ich zu ihr gesagt habe, du hast dich verändert. Klar, weil sie war eiskalt, aber stand ein Eisklotz zu mir. Die war tot, die Frau. Mehr oder weniger tot. Und dann läuft sie mir über den Weg das letzte Mal, aber da habe ich sie dann nicht mehr angesprochen. Das war, glaube ich, 2009, da habe ich sie das letzte Mal, glaube ich, gesehen. Das war da in Neukölln. Ich sitze da halt in so einem zwischen Arkaden und Karl-Marx-Straße, das war ein Durchgang und da war ein Café und da saß ich da mit einem Journalisten und da haben wir halt gerade so eine Videogeschichte am Planen gehabt, da habe ich Video geschnitten für ein Kindermuseum. Und da ist sie vorbeigelaufen, hochschwanger, aber ich habe halt leider auch das in die Augen gesehen, gell? Diesen gehetzten Blick, jemanden zu suchen, der eine Schurde hat oder so sah es für mich aus, oder Methadon, ich glaube Methadon war es, weil er hatte auch total die Steckis drin, waren in den hellblauen Augen, siehst du das? Ja, das ist ja hellblaue Augen vom Weiten, aber ich habe schon gesehen, dass das Steckis, das ist, krasse Steckis hat. Davor habe ich so mal kurz gesehen, in einer Substitutionspraxis, kurz mit mir quatschen, aber dann kam halt jemand, wenn du jetzt was brauchst, denkst du es mit oder sonst was das. Und natürlich unterbricht man da sofort das Gespräch, weil da geht es ja um Schmerzen, da geht man natürlich mit. Ja. Und da hat es mir auch gesagt, dass sie schwanger geworden ist. Und dann habe ich schon gesagt, dann lass die wenigstens substituieren, hey, oder hör auf, verdammt nochmal, damit das Kind nicht auf Entzug ist, wenn es auf die Welt kommt. Wie das da passiert ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie das dann da weitergegangen ist, weil seitdem habe ich sie nicht mehr live gesehen. Wir haben auf Facebook Kontakt, aber halt nicht mehr in echt. Und ich weiß aber, dass sie halt nicht mehr drauf ist, das weiß ich schon. Aber was zwischen der Zeit passiert ist, von damals und jetzt, sind 10 Jahre. Und in der ganzen Zeit, wo sie drauf war, weiß ich überhaupt gar nichts davon. Weil da habe ich ja entweder gerade meine Clean-Phasen gehabt mal wieder, ja, oder wie jetzt halt in den letzten, seit 2000, ja, also auch sehr lange Zeit bin ich ja clean. Seit 2000, das sind jetzt auch schon, bis ja, das selber 20 Jahre fast. 90 war beim Einsperren habe ich ja schon aufgehört. Ja. Und seitdem bin ich clean. Ja, da bin ich ja, wenn man das Kiffen rausnimmt. Als medizinisches Kiffen ist es jetzt auch nicht so. Ich will jetzt nicht so sehen wie früher. Das ist ja eine andere Sache. Ja. Hat so lustig angefangen, die Geschichte, und am Ende geht es so traurig aus. Aber wie gesagt, eigentlich ist es nicht traurig, sondern es ist Happy End. Ja, geht's gut. Er wohnt da in Norddeutschland, ist ein Partner, auch einen krassen Bart habe ich gesehen auf die Fotos. Ja, Rock'n'Roll, weißt du, wie ich meine? Das Leben ist Rock'n'Roll, wir leben nicht so lange. Wenn wir Glück haben, 100 Jahre, dann haben wir wirklich Glück, die meisten so zwischen 70 und 80. Weißt du, wenn du darüber nachdenkst, über den Sinn des Lebens, für was ist der Mensch auf der Erde? Wir sind doch bloß Biomasse, mehr sind wir gar nicht da, wenn du ganz genau hinschaust. Wir machen nichts anderes, als es die ganzen Tiere auch machen und die ganzen anderen Lebewesen, nur halt auf unsere Art. Wir können sprechen und wir können es noch schneller kaputt machen. Aber ansonsten verhalten wir uns nicht anders. Wie so ein Virenstamm, der sich ausbreitet über die Erde, weißt du schon. Ich glaube, es wird bald knallen, wenn es Schicht mit Schacht für die Menschheit und dann, wer weiß, was danach kommt. Ich hoffe nur, dass die Lebewesen danach intelligenter sind als wir. Aber eine ganz andere Geschichte, hat überhaupt nichts mit meinem Kanal zu tun. Von daher, wenn es euch gefällt, Daumen rauf, nicht Daumen runter, aber dann in die Kommentare, warum. Ansonsten Peace out.